Also cool kommt ja von kühl, also sich nicht erhitzen über etwas. Und wenn man das jemandem erklärt, dann findet der einen meistens sehr cool. Warum finden wir diese Leute so cool? So Sportler zum Beispiel, Surfer oder Snowboarder oder Freestyle-Skifahrer. Die bauen sich ja dann immer so eine Schanze, ja, so eine Schanze, um rüber zu springen. Nee, das heißt nicht Schanze, das heißt Kicker. Ja, das haben dir deine Freunde erzählt, weißt du? Und die sind alle so jung wie du. Und deswegen können die ja auch nicht wissen, dass es schon vor eurer Geburt Kicker gab. Und damals hießen die Schanze. Bauen die sich eine Schanze, springen rüber, drehen dann so. Und wenn sie landen, feiern sie voll ab. Ja, gelandet, ich habe gestanden, meinen Twisted Double Front Flapper 540. Und ich denke mir immer nur so, wenn du dich so freust, unten anzukommen, dann fahr doch einfach außen rum. Oder noch besser, du schaufelst dir erst gar keinen Kicker. Dann kannst du nämlich dort durchfahren, wo jetzt der Kicker steht. Es sei denn, Schaufeln ist auch so cool. Dann hätte ich einen coolen Beruf für dich und deine Freunde in coolen orangen Anzügen. So Street-Schaufeln. Nee, also etwas zu tun, was du eh kannst, wofür dich alle bewundern, das ist doch nicht cool. Wenn du 12 bist und du spielst Tennis und du kriegst voll auf den Sack und dein Gegner kommt nicht mal ins Schwitzen und es ist Roger Federer, dann ist Roger Federer nicht cool. Nee, um wirklich cool zu sein, musst du erstmal so richtig scheiße sein, anders geht's nicht. Wenn du zum Beispiel mit deinem von deiner Oma gestrickten Wollpulli und mit so Ohrwärmern, so lila Plüschohrwärmern, so voll Gas auf die Schanze zusteuerst und dann kurz davor vor lauter Angst abbrennst und es reicht aber nicht ganz und dann musst du so und dann fällst du so hinten bei der Schanze, fällst du so ganz langsam, so, fällst du so runter. Und dann besetzt du mal eine Viertelstunde die Schanze, weil du deine Skier wieder zusammensammeln musst. Und alle lachen dich voll aus und dann drehst du dich um und rufst, ey, mit einem Schnuller in der Hand, ey, jetzt hört mal alle zu. Vor 10 Minuten war ich auf der richtig großen Schanze und wisst ihr was? Da bin ich noch viel übler auf die Fresse gefallen. Und jetzt, wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt gehe ich auf die kleine Schanze. Und da falle ich nochmal auf die Fresse. Aber das tut viel weniger weh, ihr Luschen. Und dann humpelst du so mit deinen lila Ohrwärmern so von der Schanze fest noch dreimal hin. Das finde ich cool. Und dann ruft noch so einer von oben so, ey, du Penner, mach den Kicker wieder schön. Und dann rufst du zurück, ja, mach ich. Meinst du die Schanze?